Jetzt haben wir die Statik kennengelernt und gesehen, was man tun muss, dass sich etwas nicht bewegt. Wenn es nicht bewegt, dann muss die Summe der Kräfte 0 sein und die Summe der Drehmomente 0 sein. Jetzt ist sie aber nicht immer 0. Das heißt, dann haben wir nicht mehr Statik, dann haben wir Dynamik, dann bewegt sich was. Und wie man dann vorgeht, das wollen wir jetzt in den nächsten Kapiteln anschauen. Also jetzt lassen wir es zu, dass die Kräftesumme nicht 0 ist. Das heißt, dann erhalten wir eine Beschleunigung. Und wenn die Drehmomentsumme nicht 0 ist, dann erhalten wir eine Drehbeschleunigung. Diese Beschleunigung kann man auch schreiben als Impulsänderung pro Zeit. Genauso können wir dann auch hier bei der Drehimpulssumme sagen, das ist die Drehimpulsänderung pro Zeit. Drehmomente erzeugen Änderungen des Drehimpulses, Kräfte erzeugen Änderungen des Impulses. Also wir sehen jetzt schon vieles von dem, was wir aus der Punktmechanik kennen, kann man so einigermaßen übernehmen in die Bewegung von starren Körpern. Und diese Sache wird eigentlich dann recht einfach, wenn man mal den Formalismus dieser Umschreibung kennt, dass eben zum Beispiel aus einer Kraft ein Drehmoment wird, aus einem Impuls ein Drehimpuls und so weiter. Ich möchte aber das jetzt schön einführen und hoffe, das ist verständlich. Es ist effektiv nicht ein ganz super einfaches Kapitel, aber wenn man das Schritt für Schritt macht, dann kommt man schon draus. Ich möchte eine kleine Überlegung machen, die hilft zu verstehen, wie denn ein starrer Körper, der sich dreht, berechnet werden kann. Und wir nehmen dazu zunächst mal nicht einen ganzen starren Körper, sondern einfach eine kleine Punktmasse m, die sei so seitlich von einem Drehpunkt entfernt. Und ich möchte auf diese Masse m, die da im Abstand r vom Ursprung weg ist, eine Kraft F wirken lassen. Jetzt haben wir ja so eine Punktmasse, ist die normale Punktmechanik, die wir da verwenden können und sagen, Kraft ist gleich Masse mal Beschleunigung. Das gilt natürlich jetzt für diesen Punkt. Und statt Beschleunigung können wir auch schreiben, die Geschwindigkeitsänderung pro Zeit, das ist die zeitliche Ableitung der Geschwindigkeit, das ist ja die Beschleunigung. Jetzt habe ich hier aber noch das R eingeführt. Ich möchte jetzt diese Gleichung, die ja gilt für während dieser Bewegung, möchte ich jetzt von links mit R multiplizieren. Dann steht also hier R mal F und rechts steht R mal M mal V'. Jetzt als nächstes möchte ich das V, die Geschwindigkeit, die hier herrscht, umschreiben mit einem Begriff, den wir auch schon kennen, nämlich mit der Winkelgeschwindigkeit. Bezüglich dieses Punktes hier hat ja dieses Bezugspunktes hat ja dieses M eine bestimmte Winkelgeschwindigkeit, Omega. Und wir haben mal gelernt in der Kinematik, dass die Geschwindigkeit, die ein Punkt hat, geschrieben werden kann als Omega mal R. Also die Geschwindigkeit V, der Körper hat, ist Omega mal R. Und wenn wir also V' nehmen und annehmen, dass das Ganze hier in einem festen Abstand ist, können wir sagen, es ist das gleiche wie R mal M mal jetzt Omega' mal R. Also R mal Omega'. Jetzt habe ich hier R mal F, hier R mal M mal R mal Omega'. Ich schreibe das hier so, M mal R im Quadrat. Omega Strich. Da links habe ich einen Ausdruck, den wir auch schon kennen, nämlich bezüglich dieses Punktes hier ist diese Kraft im Abstand R ein Drehmoment. Wir können das da, dieser einfachen Geometrie, schreiben als Drehmoment. Das sehen wir hier, da haben wir ein Drehmoment, das sich in einer Winkelgeschwindigkeitsänderung äußert. Das Drehmoment bewirkt eine Änderung der Winkelgeschwindigkeit. Genauso wie vorher die Kraft eine Änderung der normalen Geschwindigkeit bewirkt hat. Wir wollen ja diese Äquivalenz zur Punktmechanik wirklich auch in die Rotation hineinbringen, sodass wir jetzt hier schreiben, m ist gleich irgendetwas mal Omega Strich, dann müsste das, was da kommt, dann eigentlich dieser Masse entsprechen, einfach durch Äquivalenz, oder? F geht über in m, also Kraft geht über in Drehmoment, V geht über, die Bahngeschwindigkeit geht über in die Winkelgeschwindigkeit. Da müsste die Masse in etwas übergehen, was der Masse entspricht für Drehbewegungen.
Und dieser Ausdruck haben wir hier, nämlich mr², und das nennt man das Trägheitsmoment i bezüglich dieses Punktes da, oder bezüglich allgemeiner Drehachse a, können wir auch a dazu schreiben, das ist das i a mal Omega. Und das hier ist das sogenannte Trägheitsmoment, oder auch Massenträgheitsmoment, von einer Punktmasse. Also jetzt hier speziell von einer Punktmasse. Aber die diese Trägheitsmoment einer Punktmasse können wir sofort umschreiben, auch in das Trägheitsmoment eines größeren Körpers, wenn wir da eine Achse A haben und da mit einer Kraft wirken, die da seitlich die Sache da anstoßen möchte. Da können wir sagen, dieser Körper besteht ja aus ganz vielen solchen Massen, die zusammenhängen. Und jede Masse hat bezüglich dieser Drehachse einen bestimmten Abstand, Ri, Masse Mi. Und wir können sagen, das gesamte Trägheitsmoment eines solchen Körpers ist dann einfach gleich die Summe all dieser Einzelmassen multipliziert mit den Abständen zur Drehachse im Quadrat. Also Mi mal Ri im Quadrat. Und so, mit dieser Analogie, können wir dann dieses Gesetz der Mechanik, nicht wahr, das Grundgesetz der Mechanik, der Bewegungen, eigentlich umschreiben in ein Gesetz für Rotationen starrer Körper. Die Rotation eines starren Körpers wird ausgelöst durch einen Drehmoment. Die Trägheit gegenüber Rotationen wird beschrieben durch das Trägheitsmoment, das man so ausrechnet, und bewirkt dann das Trägheitsmoment. Bewirkt dann einen Zusammenhang zwischen dem Drehmoment und dieser Winkelbeschleunigung. Das nennt man dann Winkelbeschleunigung. So, das ist ein erster kleiner Einstieg, wie man dieses Trägheitsmoment vielleicht verstehen kann. Ich habe angefangen mit einer Punktmasse, sage dann, das Trägheitsmoment ist additiv, das heißt, ich darf die Punktmassenbeiträge dann addieren zum Gesamtträgheitsmoment. Wenn man das noch etwas schöner schreibt, dann die Summe etwas mehr unterteilt, dann steht hier eigentlich dann das Integral über den ganzen Körper, den man da anschaut, das gesamte Volumen, r² mal dm. Also dm sind dann die Massenanteile, immer multipliziert mit ihrem Abstand zur Drehachse m Quadrat, das gibt das gesamte Trägheitsmoment, das ist die gesamte Trägheit gegenüber Rotationsänderungen. Die Sache hier kann man rechnen, da gibt es für einfache Geometrien auch geschlossene Lösungen. Für kompliziertere Geometrien muss man da dann eventuell numerisch die Summe ausrechnen. Aber wichtig ist, dass mit diesem Trägheitsmoment, das zu einem Körper gehört, wenn man seine Trägachse kennt, ist das eine Zahl, da kann man dann ausrechnen, wie sich der Körper beschleunigt bezüglich Rotationen, wenn ein Drehmoment wirkt.